Schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Score me maybe. Die meisten haben wahrscheinlich ein bisschen Ohrwurm gehabt heute. Ich jedenfalls. Ich bin sehr gespannt auf das Thema. Beim Social Scoring geht es ja um das Bewerten einer Person durch ein gewisses Punktesystem. Und ich als Juristin muss sagen, das beschäftigt uns vor allem im Hinblick auf die Menschenwürde, weil plötzlich der Mensch benotet wird und zum Objekt einer gewissen Benotung wird. Das führt uns auch zu der Frage der Entscheidungsgrundlage solcher Entscheidungen, welche Daten werden dafür benutzt, aber auch der Rechtsfolgen und der Anfechtbarkeit, die ja zurzeit noch sehr intransparent sind. Man spricht auch von einer Blackbox. Und das ist nicht nur in China so, sondern das gibt es auch woanders. Allerdings können wir da schon sehen, welche Folgen so ein System haben kann. Unter anderem ist es ja so, dass wenn man auf der Blacklist landet, keinen Zugang mehr zu Bahntickets hat, zu Flugtickets oder auch das Sparkonto wird gerne mal gesperrt. Also sehr unangenehme Folgen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Diskussion und hoffe, freue mich auf weitere Inputs von unseren Gästen. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank, Amelie. Wenn es etwas gibt, von dem Sie nicht wollen, dass es jemand erfährt, dann sollten Sie es nicht tun, sagt Eric Schmidt, damals Google-Chef, 2009 war das. Und damit herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Katja Weber. Ich habe das Vergnügen, den digitalen Salon zu moderieren. Wir werden gestreamt. Alex TV ist dabei, Facebook Live. Hallo auch in den Stream. Wenn ihr was schreiben wollt, Twitter, Hashtag Dicksal, da könntet ihr uns zum Beispiel raten. Vor ein paar Monaten haben wir hier über Science Fiction geredet und festgestellt, dass wir uns aktuell, das war so ein bisschen das Fazit der Runde, wohl am liebsten mit dystopischen Geschichten von der Zukunft erzählen lassen. Utopien haben gerade eher weniger Konjunktur. Könnte sein, dachte ich so bei der Vorbereitung, dass es heute Abend wieder so wird, aber wer weiß, vielleicht reißt ja von euch einer das Steuer rum. Oder aber von euch, wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr Lust habt mitzudiskutieren, hier nach vorne kommt. Es gelten die üblichen Fishbowl-Prinzipien, also kommt, nehmt Platz, stellt eure Frage vor, euren Aspekt oder sagt, nee, Moment, geht nochmal zurück danach eben, das war spannend, da will ich mehr zu hören. Wäre super, wenn reichlich durchgewechselt wird und wir sehr viel von dem, was ihr wissen wollt, hören. Im Übrigen super, dass an so einem Mittwochabend doch so viele Leute Bock haben, hier zu sein. Ich denke, wir machen es vielleicht mal kurz wie bei der Berlinale, weil da noch so ein paar Leute mit einem Bein im Flur stehen. Vielleicht gibt noch mal jeder ein Handzeichen, die noch einen Platz rechts oder links zu vergeben hat. Vorhin hatte ich das Gefühl, es gibt doch da und dort noch was. Also ihr könntet euch zum Beispiel dort drüben einfinden, es sei denn, ihr wollt fluchtbereit in der Tür stehen bleiben. Vielleicht gibt es auch in den Nebenräumen noch ein paar Stühle, weil es vielleicht doch all eine Stunde rumzustehen. Oder ihr setzt euch auf den leeren Stuhl, das wäre natürlich dann jetzt so die unsaubere Alternative von mir. Jedenfalls, wenn ihr auf dem leeren Stuhl Platz nehmt, sitzt ihr neben Nils Zurawski. In Interviews habe ich gelesen, bist du mal IT-Experte, mal IT-Kriminologe, manchmal auch Konfliktforscher. Dann habe ich mich einfach in die Studienfachkombination gerettet und kann euch sagen, er hat Soziologie, Ethnologie und Geografie studiert und er lehrt am Institut für kriminologische Sozialforschung, da haben wir dann ja zumindest diese zwei Fachgebiete nochmal benannt, an der Universität Hamburg. Und ein großes Thema, Schwerpunktthema von Nils Arbeit ist das Thema Überwachung, das uns heute beschäftigen soll. Nicola Kaiser-Briel ist da, der beschäftigt sich mit den Themen Informatik und Journalistik oder Journalismus, ist dann konsequenterweise Datenjournalist geworden oder ein Journalist, der sich mit Daten beschäftigt. Er arbeitet unter anderem für Algorithm Watch, eine Organisation, die algorithmische Entscheidungsprozesse, kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen näher gleich drauf, was das heißen soll, thematisiert und wissen will, wie kommen denn die Entscheidungen, die da hinten rausfallen, zustande und wie beeinflussen die uns? Katika Kühnreich ist da, sie ist Sinologin und als solche erforscht sie auch das, was eben schon kurz angesprochen wurde, die chinesischen staatlichen Bewertungssysteme, Social Scoring, Social Credit,
sind dann so die Begriffe, die durch die Luft fliegen. Aber auch über China hinaus, wie funktioniert so eine Art der Bewertung? Welche Folgen hat die? Wo findet die statt? Auch bei uns und wie gehen wir damit um? Und vielleicht, Katika, bleiben wir zumindest zum Auftakt mal in China. Es gibt ja chinesische Testregionen oder auch Städte, die dann solche Systeme ausprobieren. Und ab dem nächsten Jahr 2020 soll das dann chinaweit ausgerollt werden. Ich schätze, vorher wird geguckt, was davon funktioniert, was wollen wir haben, in welcher Weise wollen wir haben, wollen wir es haben. Wir haben eben schon gehört, es gibt Punkte für sozial erwünschte Eigenschaften, Tätigkeit und Punktabzug für unerwünschte. Vielleicht hast du ein Beispiel, wo du sagst, dass daran versteht man sehr gut, wie Social Scoring, was ja jetzt in unterschiedlichen Prinzipien gerade ausgerollt wird, wie es funktioniert in China. Zum einen, Entschuldigung. Zum einen gibt es in China verschiedene Systeme, wenn man sich das betrachtet. Es gibt eins für es gibt verschiedene für Individuen und es gibt ein System für Firmen. Mhm. Und das System für Firmen ist schon sehr viel weiter als das für Individuen. Und wenn man sich anguckt, wie die chinesische Regierung das eingeführt hat, schon vor Jahren, wie Testgebiete gemacht wurden, ist es eben eine sehr clevere Art, damit umzugehen. Und ich sehe es vor allen Dingen als Versuch, soziale Probleme technologisch zu lösen. Mhm. Hast du ein Beispiel, welches soziale Problem wird wie adressiert? Es gibt soziale Probleme. Es wird gesagt, es gibt mangelndes Vertrauen der Bevölkerung gegenüber der Regierung und den Filmen und auch innerhalb der Bevölkerung. Und dass es sehr wenig Tendenzen gibt, aufeinander zu achten. Und das ist die Regierung damit angegangen. Man kann das natürlich auch umdrehen und sagen, die chinesische Regierung hat vorgegriffen, weil es gab im Online-Bereich zum Beispiel auch sehr viele Bewegungen aus der Bevölkerung, Korruption anzugehen. Mhm. Wenn zum Beispiel gesagt wurde, dass Politiker ständig Uhren tragen, die sie sich gar nicht leisten können. Danach gab es halt sehr viel Bilder von älteren Männern mit nackten Armen, allerdings mit so einem Bräunungsfehler am Handgelenk. Da konnte man also wieder davon ausgehen, dass das ist. Und es gab sogenannte Fleischsuchen, dass Leute gesagt haben, wir finden raus, wer das ist. Und dass sich dann so ein Online-Mob, Recherche-Mob gegründet hat. Und die haben das rausgefunden. Korruption ist eine der großen Machtbedrohungen für die chinesische Regierung gewesen. Mhm. Und gleichzeitig ist das natürlich ein, man könnte schon sagen, holistisches System der Erfassung, was erprobt wird. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass auf der einen Seite die Wirtschaft eingeflochten wird und auf der anderen Seite die Individuen. Natürlich verflechten sich diese Bereiche dann auch wieder ineinander. Aber es ist schon eine neue Dimension der Kontrolle. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, waren diese Recherche-Mobs vorher sozusagen, sind so wild gewachsen. Jetzt wird das organisiert. Du hast das Stichwort Vertrauen genannt, was eine große Rolle spielt. Wie wird jetzt Vertrauen technologisch organisiert, um zum Beispiel Korruption zu unterbinden? Man kann natürlich sagen, es wird gesagt, dass eben auch öffentliche Stellen bewertet werden, dass auch Amtsträger bewertet werden. Aber es ist zum Beispiel auch im Bereich der Wirtschaft so, dass Unternehmen bewertet werden. Ein ganz großes sozusagen propagandistisches Zugpferd war Lebensmittelsicherheit, da es sehr viele Skandale gegeben hat. Also das, was wir in den letzten Wochen hatten, eben mal sehr viel höherer Zahl. Und das hat eben zu einer großen Verunsicherung in der Bevölkerung geführt, weil wenn man nicht mehr dem trauen kann, was man isst, hat man ein riesiges Problem. Und jetzt wird eben gesagt, guckt, ihr könnt nachvollziehen, es wird nicht nur die Firma, sondern der ganze Produktionsweg wird bewertet. Mhm. Da wird das Vertrauen dann in dem Sinne wiederhergestellt. Ich würde noch einen anderen Prozess einführen. Gestern Abend habe ich das Heute-Journal gesehen und da war ein Beitrag über angehende chinesische Journalisten, die mit einer App Fragen trainieren, die dem Präsidenten wichtig sind und entweder du gibst die Antwort, die der Präsident von dir hören möchte, oder aber bei einem gewissen Fehlerquotienten fliegst du raus aus der Ausbildung. Eine Frage, die da vorgestellt wurde, lautete: Was verlangt Präsident Xi von politischen Kadern? Antwort 1 wäre Wissen, Antwort 2 wäre Loyalität. Was würdet ihr denken? Loyalität ist genau das, was erwünscht ist. Antwort B: Geht es darum, im Großen und Ganzen, um Loyalität zu der Idee des tadellosen chinesischen Staatsbürgers? Es geht auf alle Fälle darum, dass Xi Jinping hat angefangen, eine ganz neue Dimension hereinzubringen und auch eben Social Media zu nutzen und das Internet ganz klar zu nutzen, damit sein eigenes Bild, seine eigenen Ideen weiterzubringen. Er hat ja auch die Amtszeit verlängert,
die sonst gegolten hatte. Es gibt sozusagen die kleine rote App. Es gibt nicht mehr das kleine rote Buch, es gibt eine kleine rote App, eine Xi Jinping-App, die man herunterladen kann. Da kann man natürlich auch sehen, natürlich kann man in der App auch nachverfolgen, wie viel man daran arbeitet, wann man abbricht, ob man sozusagen faul ist oder um 10 Uhr sagt, ich gucke jetzt einen Film. Und damit kann das eben gut kontrolliert werden und es gelingt halt, dank der Digitalisierung in die privatesten Räume hereinzudringen. Es gibt ja kaum noch einen privaten Raum in der Digitalisierung, ob das jetzt anhand von Kameras ist auf der Straße, anhand der Mobile Tracking Devices, die wir selber mittragen, die sehr viele Bewegungen von uns nachvollziehen können, die unglaublich viele Sensoren haben, die uns jederzeit abhören können, mitfilmen können und wir führen sie sozusagen freiwillig mit uns. Ein chinesischer Sicherheitsbeamter, ein Hochrangiger, hat gesagt, wir können niemanden mehr verlieren. Die Leute tragen über ihre Überwachungsgeräte gerne mit sich. Mhm, also ideale Ausgangsvoraussetzungen. Dann würde ich gerne, Nicola, dich fragen, nochmal diesen Begriff Vertrauen aufgreifend. Wie würdest du den deuten oder vielleicht auch übersetzen, ist das, was ist das Neusprech und heißt eigentlich Kontrolle? Das ist schwer zu sagen. Auf der einen Seite geht es natürlich um Kontrolle, wenn der Staat versucht, so viel Daten wie möglich über seine Bevölkerung zu bekommen. Es dient natürlich einem Kontrollzweck, aber es gibt auch andere Beispiele von Citizen Scoring, die weniger mit Kontrolle haben und mehr mit der Wirtschaft, zum Beispiel die Schufa in Deutschland. Mhm. Und es gibt auch viele andere Beispiele in Europa auf dem lokalen Niveau, die noch andere Zwecke haben können, zum Beispiel mehr Effizienz in der Behörde reinzubringen. Mhm. Über die Schufa haben wir hier im digitalen Salon schon gesprochen, ist sicherlich auch ein Projekt von Algorithm Watch, über das die eine und der andere schon mal was gelesen hat. Aber was du zuletzt angesprochen hast, auf lokaler Ebene mehr Effizienz reinbringen, als Berliner Bürgerin jubel ich da natürlich und sage, gib mir die App, da bin ich auch mächtig für. Was passiert da? Also es gibt zum Beispiel in Schweden, in der Stadt Trelleborg, 40.000 Einwohner, hat dort die Stadt sich entschieden, alle Sozialleistungen zu automatisieren. Das heißt, wenn man sich bewirbt, um eine Sozialleistung zu bekommen, wird dann die Bewerbung automatisch bewertet. Und um das zu machen, hat die Stadt Zugang zu 6 oder 7 verschiedenen Datenbanken, zum Beispiel Arbeitslosengeld, Steuerbehörde und so weiter. Und damit sagt die Stadt, dass sie können eine Entscheidung in einer Minute treffen, statt vorher 15 Minuten. Mhm. Also sehr viel effizienter. Das einzige Problem ist, wir haben keine Ahnung, ob es tatsächlich funktioniert, weil es gibt dafür keine Transparenz. Das heißt, mein Antrag auf einen Zuschuss zur Miete oder so wird nicht von einem Sachbearbeiter geprüft mit einer Tabelle oder so, sondern irgendwo werden meine Daten rausgegeben, hinten fällt ein Ergebnis raus, was dazwischen passiert, wissen wir nicht. Genau. Nils, jetzt kommt ja kaum eine Beschreibung, wenn wir nochmal nach China gehen, dieses Systems aus, ohne diesen Begriff des großen Bruders. Hier verschmelzen dann Staat und Wirtschaft schon ziemlich weitgehend. Wir, jetzt in deinem Beispiel, Nicola, waren wir eher in einer staatlichen Behörde, aber in dem Horrorszenario ist das ja eine Umgebung, die miteinander verwachsen ist, finden wir gruselig. Und dann verteilen wir Likes und fragen Alexa Sachen. Du trägst dein Telefon mit dir spazieren. Wir tracken unsere Fitness oder Menstruation. Wir sammeln natürlich Bonuspunkte bei Rewe und so, weil es gibt dann einen Topf, wenn wir genügend haben. Wie weit sind wir denn entfernt von so einer allumfassenden Überwachung, die die Behörde und die Bonuspunkte bei Rewe und KDW und sonst wo kombiniert? Es bräuchte jemanden, der das zusammenführt und also diesen großen Bruder, der wirklich den einen, weiß ich nicht, der da zentral sitzt, die Krake und die dann zentral die Gesellschaft steuert. Also das ist ja oft die Vorstellung, da sitzt irgendwie, ob das nun irgendeine Weltverschwörung ist oder irgendeine zentrale... The Circle. Genau.
Das bräuchte es ja, um das alles zusammenzuführen. Ich bin mir aber A, unsicher, ob es das wirklich gibt in einer heutigen Welt, in der auch vieles ja dezentral passiert, wo aber dieses dezentrale Netz natürlich über uns allen liegt. Und ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und fragen, ist denn das alles so neu, dass wir uns bewerten? Also wir tun immer so, da kommt was Neues und wir haben Angst und das Internet und oh, das macht irgendwas mit uns. Als wenn wir so eine, oder Gesellschaft allgemein so eine gallertartige Masse ist, dann kommt Technologie und die schubst die ein bisschen links und ein bisschen rechts und dann wackelt die so irgendwie über den Weg und dann machen wir uns Gedanken, in welche Richtung die so wackelt. Aber das ist doch nicht wirklich ein gutes Bild, denn A, benutzen wir die Technik, also wenn wir schon Technik, von Technik reden, dann entwickeln wir uns gemeinsam, weil wir in der Nutzung ja und auch die Technik entwickeln und wir und die Technik auf Bedürfnisse stößt, die man damit befriedigen kann oder umsetzen kann oder eben auch nicht und dann sterben Techniken auch ab. So. Und dieses ganze Bürokratische, was ihr ja beiden, also Effizienz in der Behörde oder auch Vertrauen, Harmonie, habe ich mal irgendwie von China gehört, ist irgendwas, was da eine Rolle spielt. Das ist ja nicht neu, es ist ein bürokratischer Staat und den gibt es so, wie wir ihn heute kennen, in seinen Anfängen ungefähr 250 Jahre. Also mit dem Entstehen, mit der Entwicklung der Industriestaaten, mit einer Vermassung in Städten gibt es sowas wie Bürokratie. Und davor, und dann wurde es mich nötig, sowas zu erschaffen, weil davor waren Menschen ganz anders gescored. Also, ich gehe jetzt einmal einen Schritt zurück ins Mittelalter, nur eine halbe Minute. Wenn man Bäcker war, trug man eine Bäckerzunft. Wenn man Friseur war, war man meistens am Rande der Gesellschaft, weil man irgendwie mit menschlichen Überresten zu tun hatte. Haaren und so weiter, Paria. Das heißt, man war gekennzeichnet durch Kleidung, durch Sprache, durch irgendwas. Also eine Bewertung fand doch immer schon statt. Es ist ja nicht so, jetzt haben wir ein Scoring-System und wir werden bewertet. Kein qualitativer Unterschied? Doch, ja, ein qualitativer Unterschied schon, aber es ist nicht so, dass Bewertungen von Menschen neu sind. Weder in der sozialen Interaktion von einzelnen Leuten, noch in der gesellschaftlichen Bewertung von Gruppen und dem Ausschluss oder Einschluss von Gruppen. Mit dem Internet oder der digitalen Vernetzung, muss man ja sagen, die über das Internet ermöglicht wurde und dann auch extrem ausgebaut wurde, weil sie offensichtlich auch ein Bedürfnis befriedigte, diese Art von Vernetzung, ob das nun eine kapitalistische oder kapitalgesteuerte Bedürfnisse waren, aber auch auf Bedürfnisse des Konsums bei uns allen trifft. Deswegen haben wir die Dinger ja bei uns. Hat es natürlich qualitative Unterschiede, wenn ich jetzt nämlich dann diese zentrale Instanz haben kann, die vieles überblicken kann und das bewerten kann, weil nämlich, ich sage jetzt mal, alles stimmt natürlich nicht ganz, alles, was wir machen, irgendwie digitalisiert wird und digital vonstatten geht, also Verwaltung, Anträge, die wir stellen, unser Leben, unser Ausschuss, unsere sozialen Beziehungen. Und dann wird es natürlich kritisch, wenn es keine Auswege mehr gibt, also wenn es nicht verschiedene Bewertungssysteme gibt, die unabhängig voneinander bedient werden können. Sozusagen, dass ich in den Zirkeln mich so bewege und in den Zirkeln so und die voneinander nichts wissen. Das ist immer mehr unmöglich. Und diese Zirkel werden immer mehr kurz geschlossen, sodass Dinge, die ich in einer Sphäre tue, in die andere reingehen und die nicht mehr getrennt werden. Das Anfangszitat ist ja von Schmidt, wenn du nicht möchtest, dass du was tust, was keiner erfahren soll, dann lass es doch bleiben. Ist ja Unfug, oder? Also ich mache ganz viele Sachen, von denen ich nicht möchte, dass sie jemand erfährt, weil vermutlich das wäre voll peinlich oder das geht euch auch nichts an oder das ist intim oder so. Aber okay, du hast vorhin gesagt... Und diese Sphären vermischen sich und da gibt es keine Grenzen mehr und das ist der eigentliche Punkt. Du hast gesagt, es gibt keine zentrale Instanz, die das alles sozusagen in den Aktenordner reinsammelt. Es sind dezentrale Netze, die sich aber an den Rändern oder vielleicht auch in Kerngebieten überlappen. Seht ihr denn, und jetzt wird es wirklich dystopisch, das Bestreben, so eine Instanz oder Datenallsammelstelle zu schaffen in unserer Gesellschaft? Oder ist das vielleicht gar nicht nötig, weil die Konsumbedürfnisse und die Verkaufsbedürfnisse auch so, wie das im Moment läuft, gut zu bedienen sind? Also bei euch beiden sah ich irgendwie so den Wunsch zu reagieren. Ja, Traum von einem zentralen Datenbank mit allem, das wollen alle Polizeibehörden in Europa. Und einige haben es schon gekauft, insbesondere die Polizei Hessen. Sie haben ein System von Firma Palantir gekauft. Und Palantir verspricht, dass diese Tools alle Daten von allen Quellen irgendwie zusammenbringen können und dann
magische Insights geben können. Das heißt, ich gebe da deinen Namen ein und sehe dann sämtliche Infos über deinen beruflichen Werdegang, deine Kontaktdaten, wann du dich wo aufgehalten hast. Am letzten Mittwoch des Monats Oktober warst du im digitalen Salon und zwar mit denen und mit denen. Das kommt da alles raus. Genau, das haben sie für die NSA entwickelt mit Namen X-Keyscore. Ob das die Polizei Hessen gekauft hat, habe ich keine Ahnung. Und sie versprechen auch, dass durch KI sie werden dann Terroristen nochmal magisch herausfinden können. Und das hat auch die Polizei in Dänemark, in Norwegen, in Frankreich gekauft. Mhm. Ich würde schon sagen, dass es eine komplett neue Qualität hat, da zum einen wir keinen Sinn für Daten haben, deswegen vergleiche ich das oft mit der Atomkraft. Es hat unglaublich lange gedauert, bis Menschen verstanden haben, dass Radioaktivität gefährlich ist und dass das Langzeitwirkungen hat, mit der noch so viele Generationen nach uns zu tun haben, die nie von den Vorteilen profitieren wollen. Und wir machen es übrigens weiter. Es wurden kaum Atomkraftwerke abgeschaltet, obwohl wir wissen, dass es tödlich ist. So ist es mit Daten eben auch. Daten sterben A nicht. Daten bleiben erhalten, wenn ich was ist. Daten werden dezentral gespeichert. Also jede Google-Anfrage, die ich mache, wird dezentral gespeichert, nicht nur in einem. Daten kann ich nicht einsehen. Und ich weiß nicht, was daraus errechnet wird, anhand von welchen Algorithmen. Und dann sind wir beim Problem der Kategorien. Ich weiß gar nicht, in welchen Kategorien ich lande, wenn ich zum Beispiel von jemandem mal kurz das Handy benutzt habe. Wenn ich mit wem in Kontakt stelle, da sind wir ja auch wieder im Antiterrorkampf, dass ich zum Beispiel, nur weil ich mal jemandem nett weitergeholfen habe, vielleicht gilt die Person als terrorverdächtig. Ein Gefährder. Schon ist man drin, genau, dann ist man vielleicht auch Gefährderin. Das ist ja die Unschuldsvermutung in Zeiten der Digitalisierung, gilt nicht mehr so unbedingt. Und ein Problem ist eben auch bei Daten, dass wir nicht wissen, bei wem die alles landen. Als Beispiel aus Deutschland, hier ist der größte Internetknotenpunkt in Frankfurt. Und alles, was da drüber geht, wird vom BND mitgelesen. Das ist natürlich eigentlich ein bisschen schwierig, weil Frankfurt in Deutschland liegt und der BND darf eigentlich gar nicht in Deutschland. Aber das haben sie tatsächlich hingekriegt, weil Frankfurt jetzt virtuelles Ausland ist. Und sie lesen das mit und es wurde beim Oberverwaltungsgericht, glaube ich, in Leipzig wurde letztes Jahr bestätigt, dass das legal ist. Und eben auch, was wir beim NSA-Skandal gesehen haben, es ist nicht nur der chinesische Staat, der Daten haben will. Und was in 10 Jahren aus diesen Daten errechnet wird, ob das jetzt gut ist, dass wir zusammengesessen haben oder ob eine von uns dafür eine schlechte Bewertung kassiert, das wissen wir nicht, das können wir nicht machen. Aber wir liefern ja ständig Beweise mit diesen kleinen Biestern. Nochmal den Begriff Daten rausgenommen. Da kursieren ja so die unterschiedlichsten Slogans. Die sind der Rohstoff unserer Zeit, das Öl, das Gold. Es gibt da eine ganze Metaphorik rund um die Daten. Ein nüchterner Datenjournalist, wie würde der das in einen einfachen Hauptsatz packen? Also es stimmt, dass Daten sehr nützlich sein können. Es ist, wenn man etwas nicht messt, kann man keine Kontrolle oder man hat keine Ahnung, ob irgendwas größer oder kleiner wird. Also Daten sind eine Voraussetzung für die Wissenschaft. Mhm. Aber hier sprechen wir von Noten, von Scores und das sind so eine Mischung von verschiedenen Daten und das hat sehr wenig Aussagekraft. Das ist eher eine Illusion von Klarheit. Es wäre viel besser, wenn anstatt Scoring wir verschiedene konkrete Dinge, Dimensionen wirklich messen würden. Und das ist nicht der Fall. Die Beispiele, die wir bei Algorithm Watch sehen, haben weniger mit Messen zu tun als mit Scoring und wir wissen nicht, wie diese Scores gemacht werden. Bitte, Nils. Also du hast ja nochmal gefragt nach dieser Zentralinstanz oder dieser Krag oder wie auch immer. Ich glaube, wenn man darüber nachdenken möchte, muss man sich von einem freimachen, nämlich von Bildern dunkler Diktaturen und Kontrollstaaten, die gerade im deutschen Diskurs nach 2 deutschen Diktaturen Stasi, Gestapo, Nazi-Herrschaft etc. durchaus wirkmächtig sind im Denken. Im Denken von Kontrolle und auch die Volkszählung in den 80er Jahren. Der Widerstand fußt ja zumal auf dieser Vergangenheit.
Wir müssen uns das vorstellen, dass was Google, Amazon andere vorhaben, als Utopie einer besseren Welt. Okay, deswegen tun die das. Die glauben da wirklich alle, sie glauben natürlich auch ans Kapital, das in ihre Taschen fließt. Aber sie glauben, ich glaube auch, dass was Schmidt und Don't Do Evil oder Don't Be Evil, dieser Ursprungsslogan von Google, die glauben da tatsächlich dran, mit dieser California Ideology, wie es mal genannt wurde von dem Kollegen Barbrock, dass sie eine Utopie schaffen und was Gutes. So eine Art, so eine Mischung aus Techno-Esoterik und besserem Leben, Welt, so eine Art Evangelismus oder evangelikaler Techno-Erlösungswelt. So. Und da ist es alles gut. Und vor diesem Hintergrund schaffen sie diese Welten und beliefern uns damit, mit dem Tollen und Schönen. Das ist ja alles überhaupt kein Zwang. Es ist ja alles total angenehm, was euch, was uns und allen diese Geräte bringen. Und vor diesem Hintergrund müssen wir diese Kontrollen sehen. Ich gehe ein bisschen weg von diesem Konkreten. Ich bin nicht wirklich IT-Spezialist, sondern eher beschäftige mich mit digitaler Kultur. Das käme dem näher. Und dann wird das viel, viel angenehmer, also die Welt, in die das eingebettet wird, wird für uns allen angenehmer und ist gar nicht so rau und kantig und von düsteren Gestalten mit komischen Zeichen oder so, also ne, bevölkert, sondern eine ganz angenehme Welt, die aber durchaus sehr totalitär ist und diese und auch Schattenseiten hat. Und mit diesen Schattenseiten, was passiert eigentlich, wenn man nicht diese Dystopie des guten Lebens, was ist überhaupt das gute Leben, wer soll das bestimmen, was ist das, mitmacht. Diese Schattenseiten gilt es zu beachten und dann wäre nämlich dieses Scorings, also natürlich eine effiziente Verwaltung in Trellebox bestimmt toll. Die Frage ist, was passiert dahinter? Was ist die Idee von Effizienz? Effizienz scheint ja ein Wert an sich zu sein, ist aber nur erstmal schneller. Warum ist schneller ein Wert an sich? So, also du hast es ja gesagt, ne? Wenn man die Entscheidung nicht kennt und so weiter. Und damit muss man sich beschäftigen. Wie ist diese angenehme Welt? Was für Schattenseiten hat sie? Und warum sollen wir an die Annehmlichkeiten dieser Welt wirklich glauben? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso ihr die Annehmlichkeit der Rolle der Zuhörerin oder des Zuhörers verlassen solltet, eventuell um eure Gedanken mit uns zu teilen. Also nochmal die herzliche Einladung und der Hinweis, hier wäre noch ein Stuhl frei. Also ich versuche es auch einfach nochmal bei euch, die ihr da halb auf dem Gang steht. Vielleicht hättet ihr Lust, euch 5 Minuten dazuzusetzen, einer von euch. Ansonsten würde ich gerne das aufgreifen, was Nils gerade angetippt hat, nämlich das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 83. Das leitet sich ab, also in Reaktion auf die Volkszählung, aus Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar und gewährt uns oder spricht uns doch zumindest zu ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Mit diesem Recht wäre eine Gesellschaftsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wäre jetzt eine Frage an euch alle drei, ist das längst von der Realität eingeholt und ein hehres Ideal oder ist das die Welt, in der wir leben? Da es Firmen gibt, von denen wir noch nie gehört haben, die aufgrund von unserem Online-Verhalten Profile bei uns erstellen, von denen wir auch nichts haben, muss man halt sagen, es ist ein wunderschönes Urteil gewesen. Aber leider hat sich in der Politik niemand drum gekümmert, dass das beibehalten wurde. Und ihr stimmt zu, dich sehe ich nicken und dich auch. Kümmern wir uns selbst genug drum? Also du hast gerade angesprochen, wie kommod das alles ist, wie wir uns reinlegen können ins gemachte Bett. Ich fand das sehr schön, wie Nils das gesagt hat, das ist eben viel kuscheliger geworden. Es ist eben nicht mehr schwarze Lederuniform. Das ist auch, was in China passiert. Es wird halt viel kuscheliger vermittelt. Es wird halt Harmonie gesagt und nicht Disziplin. Und es wird eben gerne gamifiziert. Wir werden halt, das ist ja auch an diesen Plattformen wie Facebook zum Beispiel, das kritisiere ich sehr hart an denen, dass da so viele Leute arbeiten, die da Psychologie studiert haben und eben nicht die Firma, die an das, die schöne neue Welt glaubt, sondern die sagt, wie können wir diese ganzen kleinen Laborratten denn dazu kriegen, unsere Taschen zu füllen. Tinder oder sonstige Dienste, die machen ja nichts umsonst, weil sie wollen, dass wir ein ganz tolles Sexleben haben, sondern es geht denen darum, dass wenn man Leuten Sex verspricht, die so viele Daten freigeben, die würden sie noch nicht mehr mit Facebook sonst teilen. Das ist alles, was wir im digitalen Kapitalismus umsonst kriegen, ist so ähnlich wie in der Metzgerei. Eine Partei kriegt immer alles umsonst, das ist das Schweinchen, das muss keine Miete zahlen, kein Futter, kein Tierarzt und es kriegt sogar noch eine Reise umsonst. Ist nur eine Hinreise, aber immerhin. Ne? Da wird es aber jetzt doch ein bisschen unkuschelig bei diesem Bild. Ja, aber das Schweinchen weiß das ja auch noch nicht. Und dann werden wir kategoriert, das passiert halt dann in der Schlachterei und dann werden wir verkauft.
Und so ist das, wenn wir denken, dass Tinder irgendwas für uns tut. Eigentlich geben wir da Daten ab, von denen wir überlegen könnten, ob wir wollen, dass das nicht nur die eine Firma hat, die teilt das ja auch wieder ganz schön mit ganz vielen. Okay, jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, da wir uns, ich mir, eine Schizophrenie attestieren muss. Wir sitzen hier und klagen uns an. Wie krank ist das? Ohne Worte. Das ist, ich glaube, das ist die, wenn man so möchte, die digitale, oder im Englisch klingt es ein bisschen besser, Digital Condition, aber die Conditio Digitalis, in der wir in dieser Gesellschaft verfasst leben. So, ob das schizophren ist, weiß ich nicht, aber es regelt unseren Alltag, wir regeln unseren Alltag mit dieser Technologie, sie hat sich mit uns entwickelt, sie hat Bedürfnisse befriedigt, denen wir gerne nachkommen, ob es ein Tinder ist oder andere, aber das sind natürlich, es ist unser Alltag geworden und der Alltag ist ins Digitale gerutscht, ob das nun ob wir es machen, weil es modern ist, weil es da ist, weil es geht, weil es praktisch oder toll, weiß ich nicht, aber es hat natürlich auch ganz viele Aspekte, die uns selber eine Art von Befriedigung versprechen. Es ist auch eine Art Distinktionsgewinn. Das neue iPhone. Also man muss sich das immer so vorstellen und das funktioniert schon lange so, aber es wird durch das, den digitalen Turbo, könnte man ja sagen, noch mal so doch viel deutlicher. Die Massenproduktion versteht es, Individualität zu erzeugen, also ich kaufe mir das iPhone, bin deswegen toll oder was auch immer, eine Klamotte oder was auch immer. Das tut sie aber mit einer Geschichte, die eine Massenproduktion von Millionen von Geräten, die ihr alle haben könnt, ihr seid alle individual, weil ihr alle das Gleiche habt, wie bescheuert ist das denn? Also es verkauft durch Individualität über ein Massenprodukt. Das ist der Trick, der funktioniert und darüber sozusagen das Bedürfnis befriedigt, das weiterzumachen. Nun ist das natürlich nicht nur ein Telefon, sondern eben eine Datensammelmaschine. Aber es ist unser Anschluss an die Welt geworden. Das dürfen wir nicht verstehen. Es ist nicht nur, wir telefonieren und können damit rumlaufen. Toll, das, was wir früher uns wünscht haben, wenn wir Star Trek geguckt haben. Nein, es ist sozusagen unser Blick in die Welt, unsere Welt wird hierüber erschlossen, auch über andere Sachen, aber ich spitze es mal zu, unsere Welt erschließt sich über diesen komischen Bildschirm, über diesen kleinen Bildschirm und das ist sozusagen nicht unsere ganze Welt, aber der Zugang ist gesteuert und dann steuert das natürlich die großen Firmen, die alle wollen, dass sie zu ihnen kommen, weil sie Werbeeinkünfte haben und und. Okay, also die Diagnose, da scheinen sich alle einig zu sein, ist, ich sag's dann nochmal in Kurzform in deinen Worten, das ist unser Weltempfänger oder unser Fenster zur Welt. Kommen wir dahinter zurück? Üblicherweise ist es ja so, du hast es als Trick beschrieben, wenn man einen Trick mal gecheckt hat, funktioniert der nicht mehr. Ich glaube nicht, denn das, um das, was Nils eingebracht hat, zu ergänzen, es ist ein Problem, dass wir A, Individualität haben, aber bitte auch immer Identität. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es sehr schwierig ist, Identität zu haben. Früher, du hast eben die Zünfte genannt, da war ganz klar, da hatte ich keine Freiheit in der Wahl. Da war ich in der Zunft oder eben nicht. Da mussten Frauen sogar gucken, wen sie heirateten, damit sie in der Zunft bleiben konnten. Aber heute haben wir nicht mehr diese Zwangszugehörigkeiten. Aber auf der anderen Seite eben eine sehr große, vielleicht überfordernde Freiheit manchmal, wer wir sein können. Und da tritt halt der digitale Kapitalismus ran und sagt, guck mal hier, kannst du dir kaufen, das kannst du sein. Und das, was uns als riesige Individualisierungswelle und tu, was du willst verkauft wird, ist eigentlich eine extreme soziale Vereinzelung. Denn wir sind sozial vereinzelt. Wer in der Wissenschaft ist in einer Gewerkschaft? Wer ist in dem ganzen Clickworker? Wer ist da in einer Gesellschaft? Wir sind vereinzelt. Unsere Stimmen können deswegen viel schlechter gehört werden. Und um noch irgendwie kommunizieren zu können, sind wir von diesem kleinen Kästchen abhängiger als von Koks. So, jetzt haben wir einen neuen Gast in der Runde, der zusprechen oder widersprechen möchte. Ja, eigentlich. Und gerne stell dich doch erstmal kurz vor, so aus welchem Kosmos du zu uns sprichst. Okay, also mein Name ist Roberto Simonowski. Ich habe in China mal einige Jahre lang Studenten unterrichtet, allerdings in Hongkong, was ja immer noch ein anderes System ist, aber dort auch mitgekriegt, dass die sehr froh sind. Das war das Sesame-System, das damals aufkam. Die haben also wenig Sorgen damit. Also da kann ich ihre Einschätzung teilen. Die sehen das eher als eine Regelung des Vertrauensproblems, das die Gesellschaft hat. Ein Kreditvergabesystem. Ja, das ist Sesame genauso. Aber auch das Sozialkreditverfahren wird von denen recht gut angenommen, weil die Vorteile eher sehen als wir
als die Nachteile, die wir sehen, weil sie ja auch nicht wie wir im Individualismus erzogen sind, sondern kollektiv. Und dann ist die Klärung, die das dann für das Kollektiv bringen kann, also mehr Sicherheit, wichtiger für sie als der Verlust individueller Freiheiten. Ich wollte eigentlich herkommen, um Nils zu widersprechen, der ja schon mehrmals versucht hat, das Dystopische ins Utopische zu bringen oder ins Positive zu fassen, indem er einmal sagte, es ist gar nicht so schlimm, was wir da verlieren, weil wir gar nicht das verlieren, sondern nur zu etwas zurückkommen, also die Zünfte, ne, dergleichen. Auch die IT-Unternehmen, die ja gar nicht so was Schlimmes vorhaben, was ich auch glaube. Und der andere Punkt war, den habe ich jetzt vergessen, der kommt vielleicht noch zurück. Also zu den, dass die gar nicht so was Schlimmes wollen, das glaube ich auch dem Zuckerberg. Aber wir haben ja gesehen, was dabei rauskommt, wenn man sich schnell bewegt und Dinge zerbricht. Da zerbricht man auch schnell mal die Demokratie mit Dingen, die man selber nicht überblickt hat. Und deswegen glaube ich nicht, dass das ein gutes Argument ist, dass die ja nur das Bessere wollen, auch ein bisschen vermittelt mit Kapitalismus, sondern der Kapitalismus führt sie eben dann auch dazu, dass sie erstmal als privatkapitalistisches Unternehmen operieren und nicht darüber nachdenken, welche Folgen ihre Handlungen haben. Denn das hätte sonst bei Zuckerberg oder bei Facebook schon recht früh dazu führen können, dass sie merken, also schon nach dem arabischen Frühling, dass das auch von rechter Seite missbraucht werden kann. Wo ist denn da jetzt der Widerspruch? Das blicke ich jetzt nicht ganz, scheint mir gar nicht. Na, so. Nils wollte, hat das klang so ein bisschen, als wäre das keine Gefahr, als müssten wir das nicht so dystopisch sehen, weil die ja eigentlich was Gutes vorhaben. Und ich glaube das sogar auch. Ich glaube aber nicht, dass die kompetent genug sind, das einzusehen, was die Folgen ihres Handelns sind. Und das ist ja auch problematisch. Warum sollten Ingenieure das besser wissen als Politologen oder Geisteswissenschaftler? Und das Problem ist, dass die sich auch gar nicht die Zeit nehmen können, das herauszufinden. Die müssen ja den Markt erobern. Und das ist das Problem, in dem wir sind, dass wir nicht die Zeit haben, überhaupt sozusagen sowas wie, was Hans Jonas als Fernverantwortung zu entwickeln. Ja, dass wir über die ferneren Folgen unserer Handlungen nachdenken können. Man denke nur an den Slogan der FDP, mit dem die im letzten Bundestagswahlkampf aufgetreten ist. Ne? Digital first, Bedenken second. Das sagt doch alles. Aber ich wollte jetzt zu den Zünften. Das ist vielleicht der bessere Weg, das Dystopische ins Utopische zu bringen, als Advokat des Teufels natürlich nur. Denn wir sind in der Tat in einer Situation, wo wir keine Identifizierungen mehr haben. Wir sind ein bisschen verloren, metaphysisch obdachlos. Und da ist das eine natürlich, dass uns Konsumgüter angeboten werden, um als Identitätsobjekt. Aber ich glaube, das reicht gar nicht mehr. Und ich glaube, es geht um viel mehr bei dem Social Credit System. Nämlich, dass man wieder in eine strenge Kontrolle kommt, die man bei den Zünften mal hatte, die wir dann verlassen haben. Simmel sagte als Soziologe 1910 oder so mal, Geheimnis ist eine der besten oder wichtigsten Errungenschaften der bürgerlichen Kultur. Das geben wir gerade auf, dieses Geheimnis, weil es uns nicht mehr so wichtig ist, wie andererseits integriert zu sein. Und wir sind integriert durch diese ganze Reputationsökonomie, die eben darauf aufsetzt, dass wir bewertet werden, dass wir ständig gescored werden. Das kennen wir im Westen ja auch aus Airbnb. Jetzt bin ich gespannt auf die Frage oder den Appell, die daraus folgert. Ich wusste nicht, dass ich hier zu einer Frage eingeladen bin. Ich dachte, ich bin zu einem Kommentar eingeladen. Das durchaus ich, auch, aber jetzt, ich will auch gar nicht so lange bleiben. Aber du kannst auch gerne bleiben. Aber ich habe jetzt gedacht, wo ist da jetzt der Widerspruch? So hattest du dich selber eingeleitet. Oder wo will er hin in kurz? Ja, den Widerspruch zu Nils habe ich ja schon deutlich gemacht. Da hat er auch schon genickt. Den anderen... Aber zumindest hat er ihn verstanden, wo der Widerspruch ist. Ob er ihn annimmt, ist ja eine andere Frage. Aber das andere muss ich vielleicht zu Ende führen, warum Social Credit Systeme vielleicht auch eine Rettung sind im Hinblick auf unsere metaphysische Obdachlosigkeit. Weil jede Handlung, die wir dann begehen, wieder Teil einer größeren, ich sag mal, Grand Narration ist, um das philosophisch einzuordnen, ja, einer größeren Geschichte, in der wir uns dann wiederfinden. Also es macht sozusagen, jede Episode unseres Lebens macht dann wieder einen größeren Sinn über sie selbst hinaus. Das große Beispiel in China ist ja immer, ne, wer bei Rot über die Ampel geht, wird dann sofort auf der anderen Seite schon identifiziert und sieht schon, wie viele Minuspunkte er bekommen hat. Ne? So, überlegen wir mal, wir stehen alle vor der Ampel und wissen jetzt nicht, sollen wir nun rübergehen oder nicht, es kommt doch kein Auto. Ne? Es steht ja nicht mal eine Mutter mit einem jungen Kind da.
So, das hat natürlich das Warten dann, dass ich nicht rübergehe, also dass ich das Richtige mache. Setzen wir mal voraus, das wäre das Richtige. Ich bin nicht der Meinung, dass das jetzt der blinde Gehorsam von Verkehrsregeln das Richtige wäre, wenn keine Gefahr besteht. Aber nehmen wir das mal an. Das hat natürlich diese Frage, mache ich jetzt, soll ich das jetzt machen? Die hat natürlich größeres Gewicht, wenn ich weiß, wenn ich jetzt dagegen handle, kriege ich Minuspunkte. Das heißt, in dem ganzen System der Gamification, dass alle meine Handlungen überprüft werden und mit dem Social Score am Ende in Verbindung stehen. Und am Ende ist wahrscheinlich gar nicht klar, ob ich nur die Minuspunkte oder Pluspunkte bekomme wegen der roten Ampel oder weil ich einen Diebstahl begangen habe, sondern es ist nur eine Zahl da. Und die ordne ich irgendwo ein gegenüber den anderen. Und diese große Geschichte, dass ich am Ende eine Zahl habe und ich möchte möglichst hoch sein, natürlich, hoch abschneiden, oben, die macht mir das Warten an der Ampel leichter, die macht mir in China dann die Besuche, die dreimal dreijährigen oder zweimal Besuche pro Jahr bei den Eltern, die da verlangt werden, dann einfach lass mich das all die Dinge, die ich sonst nicht gerne machen womöglich würde. Möchte doch jemand anderes was sagen. Ich würde das gerne aufgreifen. Du hast gesagt, fasse ich jetzt mal ein bisschen blöd zusammen, Erich Kästner, wo bleibt das Positive? Du hast dich jetzt sehr angestrengt, um was Positives zu finden. Könnt ihr euch in irgendeiner Weise anschließen oder vielleicht sagen, was Gutes daraus erwachsen könnte? Weil im Schlechtfinden haben wir uns ja jetzt eine gute halbe Stunde geübt. Ich könnte sagen, dass es auf alle Fälle, es gibt kein System, in dem es nur negative Sachen gibt. Welche positiven Aspekte siehst du? Die positiven Aspekte sind zum Beispiel für einen Staat, der Aufstandsbekämpfung betreiben will. Weil wir können Aufstandsbekämpfungssysteme heute mit den Interpretationen der Algorithmen, worauf ja auch schon sehr intensiv, dass Algorithmen sind Interpretationen der Wirklichkeit. Es ist nicht eine Abbildung der Wirklichkeit, beziehungsweise das Ergebnis von Algorithmen. Es ist aus der Perspektive der Ausstandsbekämpfung, ist jede Information, derartigen Informationen, die wir zum Beispiel übers Browsen einfach im Internet abgeben, sehr wichtig. Das heißt, für einen Staat, der erhalten bleiben will und eine Partei wie zum Beispiel die chinesische kommunistische Partei, aber auch westliche Parteien, die sagen, wir wollen an der Macht bleiben, gibt es unglaublich viele Informationen. Und es gibt ja auch kaum eine westliche Partei, die sagt, nee, daran wollen wir uns nicht beteiligen. Wir wollen nicht diese Informationen haben über potenzielle Wählerinnen oder Wähler. Aber was ich noch mit reinbringen wollte, ist, wir bräuchten einen Notfallplan. Diese Systeme sind nicht darauf ausgelegt, dass, wie unser Mitredner schon sagte, es kann sein, dass sie in die falsche Richtung laufen. Sie sind nicht dafür ausgelegt, dass es einen Notfallplan gibt, dass wir aussteigen können und sagen können, okay, diese Sache, die sich 15-jährige Ingenieursanwärterinnen und Anwärter im Silicon Valley mal ausgedacht haben, geht ganz schrecklich in die Hose. Das kann man auch machen, weil mit 17 bis 21, 23 sollte man doch spätestens alle Fehler der Welt machen dürfen. Auch ein weltumgreifendes Facebook-System entwickeln. Aber wir bräuchten ein System, dass wir da wieder aussteigen können aus dieser digitalisierten Kontrolle und aus der Macht der Algorithmen, wenn zum Beispiel Trelleborg feststellt, dass das gar nicht so gut läuft mit den Algorithmen. Aber vielleicht hat ja Nicola ein Beispiel, wo eine Gemeinde, Behörde oder welche Institution auch immer festgestellt hat, ah nee, Mist, irgendwie mit unserer Interpretation der Wirklichkeit durch Algorithmen, es hat nicht funktioniert. Wir haben einen Plan B. Gibt es da sozusagen Beispiele aus der Praxis für Exit und jetzt doch wieder anders? Also es gibt viele Gemeinde und Firmen, die Dinge probiert haben und die am Ende nicht weitergemacht haben. Mhm. Und sind dann zurück zur normalen Mappe, Umlaufmappe oder was tritt dann an die Stelle? Ja, genau. Also in Dänemark zum Beispiel wollte der Staat eine Punktsysteme für Kinder einführen, um Risikokinder zu finden, vorher, dass sie zu Krimineller werden. Dafür hatte der Staat geplant, dass wenn ein Kind einen Arzttermin misst zum Beispiel, kriegt er 1000 Punkte. Wenn er, wenn die Eltern geschieden sind, sind es noch 500 Punkte und so weiter. Aber am Ende wurde der Plan stillgelegt, nur weil es eine Reaktion von der Zivilgesellschaft gab. Das heißt, das wurde tatsächlich mal in die Praxis umgesetzt, dass man guckt, diese und jene Kriterien könnten dazu führen, dass das
Kind X durchs Raster fällt? Nee, oder war das alles noch im Stande der Absichtserklärung? Es wurde nie umgesetzt, das war nur ein Plan. Das Problem ist, dass es gibt sehr wenig Berichte zu diesen Experimente. Und in Berlin haben wir es gesehen bei der Gesichtserkennung-Experiment am Südkreuz genau gesehen. Dass, dort hat die Stadt was versucht. Der Bericht war ziemlich schlecht, wenn man die Analyse von der CCC liest. Und der Stadt geht trotzdem weiter. Mhm. Aber vielleicht gäbe es da ja die besseren Programme beispielsweise bei chinesischen Anbietern zu kaufen, wenn das am Südkreuz nicht so gut geklappt hat mit dem, was wir hatten. Also Huawei kommt immer näher. In Belgrad gibt es inzwischen sehr, sehr viele Gesichtserkennungskameras. Und das Schöne war, wegen Gesichtserkennung, dass chinesische Firmen so wenig westliche Bilder hatten zum Erkennen. Es hat ja auch schon diese kleinen Unfälle mit Algorithmen gegeben, dass die schwarze Gesichter halt einfach als Affen bezeichnet haben oder als Gorillas. Und in der chinesischen Sphäre wurde das als Problem gesehen, dass man eben fast nur ostasiatische Gesichter hat. Und dann hat SenseTime einfach so eine kleine App entwickelt. Damit kann man Selfies schminken, hat die umsonst natürlich ins Internet gesetzt. Natürlich werden allgemeine Geschäftsbedingungen nicht gelesen. Und ganz viele Leute, vielleicht auch hier im Raum, haben gesagt, natürlich kannst du die biometrischen Daten von mir und auch von allen meinen Freundinnen und Freunden nutzen, um sie dem chinesischen Gesichtserkennungsforschungsprogramm zuzuführen. Ja. Also es ist auch was Positives natürlich für SenseTime. Also das ist das, was ich als Konsum der Überwachung bezeichnen würde. Aber ich würde noch gerne ein positives Beispiel nennen. Mhm. Und die kleine Widerrede, ja, es ist ein Widerspruch, aber nur wenn man, was der Widerspruch ist, ich wollte nur darauf hinweisen, wenn man immer das Bild von, ich sag's jetzt mal, Faschismus sieht, als dieser so Superkontrolle, dann gucken wir auf die falschen Dinge, die in dieser Überkontrolle der digitalen Unternehmen tatsächlich funktioniert und wie sie funktioniert. Das war eigentlich der einzige Einwand. Was Positives. Wir haben Klimawandel und wir müssen irgendwas dagegen tun. Hä? Moment. Moment. Und ich glaube, dass uns digitale Technologien, Algorithmen und die Steuerung, zentrale Steuerung von Städten, von Klima, von Heizung, von unserem Umweltverhalten, Verkehr und so weiter, ohne eine Digitalisierung nicht gelingen wird. Das heißt, wenn wir, es gibt ein kleines Sternchen dazu, die Digitalisierung frisst tierisch viel Strom. Also die Organisation von großen Städten, wie sie zum Beispiel in China, weniger in Deutschland, aber in anderen Metropolen dieser Erde sind, Smart Cities und so weiter, dass wir nicht drum herum kommen werden, diese Arten von Steuerung haben zu müssen, um ein besseres Klima, eine bessere, effizientere Energieverwendung und so weiter zu garantieren. Und da ist die Digitalisierung durchaus ein Positiv, weil offensichtlich sind Menschen so unvernünftig, dass sie das privat und aus eigenem Antrieb und selbstverantwortlich nicht hinbekommen. Also brauchen wir diese Art von Hilfe. Und dazu ist die Digitalisierung, Algorithmen und was auch immer, wahrscheinlich Teil einer guten Lösung. Dass wir damit in andere Probleme laufen, die in rechtlicher Hinsicht, in der Kontrolle, in dem, wie wir gewohnt sind, unser Leben als individualisierte Individuen zu leben und so weiter, ist gar keine Frage. Aber als positiven Aspekt wird uns diese Technik helfen müssen. Wenn ich noch was sagen darf, dann verlasse ich auch den Platz, denn ich bin mir gar nicht sicher, was meine Rolle hier ist. Es ist schon angenehm, aber es müssen auch andere die Gelegenheit haben, noch was zu sagen. Aber da ich mich einmal auf den Weg gemacht habe, vielleicht noch dazu etwas, dem ich jetzt ganz zustimme. Zumal mir jetzt auch wieder eingefallen ist, was vorhin noch da war, wo ich nicht zustimmte. Das war die Aussage, dass wir ja diese Technologien selber annehmen oder dass sie nicht funktionieren würden, wenn sie nicht auf ein Bedürfnis treffen würden. Und das stimmt auch. Allerdings ist es ein bisschen komplizierter. Man muss ja sehen, wo werden sie zuerst produziert, welches Bedürfnis bedienen sie zuerst, und man muss sich fragen, haben wir alle die gleichen Bedürfnisse? Wir leben ja in unterschiedlichen Kulturen, haben ja auch unterschiedliche Bedürfnisse, was Kommunikation betrifft oder auch was Datenschutz betrifft. Und wir müssen bedenken, dass die Technologien ja bisher im Westen produziert wurden, im Silicon Valley, und eben von einer Kultur ausgehen, die dort herrscht, und die ist bekannt, dass bekanntlicherweise, das wurde ja vorhin schon angesprochen, nicht von zwei Diktaturen geprägt und deswegen auch nicht so ängstlich, was die Freigabe persönlicher Daten betrifft. Die Frage ist dann, kann sozusagen über die Technik dann können diese kulturellen Perspektiven und Werte exportiert werden in die gesamte Welt?
und kann sich dann der andere Teil der Welt dann noch dagegen wehren? Oder gibt es dann so etwas wie eine Sachordnung, wie das Soziologen früher mal gesagt haben, oder Postulate der Medien, wie das ein Medienwissenschaftler McLuhan sagen würde, die dann die Macht haben, sich den Ahnungslosen aufzudrängen, oder Sachordnungen, die sich dann durchsetzen geschichtlich, durch die Technik, die natürlich einmal geschaffen ist von den Menschen, aber dann der dann künftige Generationen oder andere Gruppen sich nicht entziehen können. Das ist die spannende Frage. Und ich denke, dass der Entzug auf jeden Fall dann auf der politischen Ebene passieren müsste, wenn er überhaupt funktionieren kann. Mhm. Und auf der politischen Ebene, das schließt dann den Kreis zur Frage vorhin, was können wir machen? Wir können vielleicht auf bessere Technologien hoffen, was die Gesichtserkennung betrifft. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Oder wir können hoffen, dass Stadtpolitiker wie in San Francisco, also in der Nähe des Silicon Valley, dass die Gesichtserkennungssoftware im öffentlichen Raum verbieten, wie das ja geschehen ist, weil sie die individuelle Freiheit oder die Informationsselbstbestimmung in Frage stellt. Also man müsste dann solche Sachen in die Stadtparlamente bringen, in die Kommunen und dann eben auch auf höherer Ebene diskutieren, ob man das will oder nicht. Aber es ist offenbar möglich, das zeigt San Francisco, dass man selbst in dieser Stadt, wo ja viele Jünger dieser Technik leben, aber vielleicht auch gerade deswegen, weil die nun doch schon mehr gemerkt haben, wohin das führen kann, dass man auch in dieser Stadt dann diese Entwicklung wieder stoppen kann. Und lass mich da eine Frage draus machen. Vielen Dank. Seht ihr dieses Bestreben politischerseits auf egal welcher parlamentarischen Ebene, Bezirksverwaltung bis, sagen wir mal, Bundesregierung oder meinetwegen für uns vielleicht auch relevanter EU? Wohl an. Es gibt, wie du es sagtest, es gibt viele Opportunitäten, um gute Dinge mit Automatisierung, mit solchen Technologien zu machen. Das einzige Problem ist, dass es gibt sehr wenig Beispiele von Projekten, die die Umwelt dienen würden. Oder was waren deine anderen Beispiele? Die Smart City, die Verkehrsströme, ja, genau, organisiert, die Energie. Es gibt sehr wenig davon. Also es ist am Ende eine politische Frage und die Politik zurzeit hat nur Interesse. Lass mich kurz einhaken. Ich weiß gar nicht, ob es so wenige gibt. Das sind halt mitunter sehr kleine. Ne? Das sind teilweise echte Käfer, die eine Nahwärme aufsetzen und sich genossenschaftlich organisieren. Also das ist jetzt nicht Berlin oder New York, aber es ist halt irgendwie das Dörfchen in Hessen, aus dem ich komme zum Beispiel. Also wo ich, wenn man dann einmal angefangen hat, das wahrzunehmen, sieht, ach, die machen auch irgendwas und die haben so eine Kleinigkeit und die machen ein Carsharing. Also da hängen jetzt nicht Zehntausende dran, aber mehrere hundert jeweils schon. Ja, wenn du gute Beispiele hast. Ja, okay, Entschuldigung, jetzt bin ich auch wieder ganz neutral und nicht mehr Diskutantin, aber Tatsache, sind das vielleicht doch tatsächlich Effekte, die man eher in dezentralen, kleinen Einheiten hat, von Leuten, die ansonsten so ein bisschen abgehängt sind vom großen Ganzen? Ja, es gibt bestimmt gute kleine Beispiele. Das Problem ist, wenn man an der Bundes- oder europäischen Ebene sieht, sind die Millionen in Controller investiert und nicht in Umweltschutz. Okay, dann musst du jetzt dran puzzeln sozusagen, ja. und beschreiben oder den Plan entwerfen, wie man sozusagen von unten nach oben dieses Denken oder vielleicht erstmal Wissen transferiert. Ich glaube zum einen, dass es eben nicht auf politischer Ebene so gut funktioniert. Wahrscheinlich liegt das daran, dass wir als Gesellschaft wieder sehr schlecht vernetzt sind, während Google und so weiter einen sehr viel größeren Lobby-Einfluss haben als wir. Und dass es eben, was du gesagt hast, mit diesen gelenkten Städten, die werden im internen Sprech werden die Safe oder Secure Cities genannt. Weil eben alles kontrolliert ist. Weil man weiß, ob du jemanden zu Hause hast, anhand des Stromverbrauchs bzw. der Luftfeuchtigkeit im Raum. Da kann man dann auch wieder errechnen, was ihr ungefähr gemacht habt. Und das sind Sachen, wir haben vielleicht vergessen, weil wir im Moment noch auf der Sonnenseite der Digitalisierung leben, was das alles heißen kann. Aber es kann eben auch heißen, wie in China, dass man die falsche
Ethnizität hat allein schon und dass man ganz schnell weg ist. Wir leben nicht in einem Land, wo Kobalt abgebaut wird. Und wir leben nicht in einem Land, wo man sagen kann, ja, wir töten auch aufgrund von Metadaten. Wie es die US-Regierung zugegeben hat, wie sie es in Afghanistan zum Beispiel tut. Wo errechnet wird, okay, das Handy hat wahrscheinlich jemand Drohne drauf. Das sind einfach Sachen, die laufen heute aufgrund von unseren Daten. Und wenn ich sage, das ist cool, dann nehme ich das mit in Kauf. Denn das ist das gleiche Bällchen, mit dem ich spiele. Und wieder, wir begeben uns in Systeme von Kontrollen, wo ich als Individuum mich immer schlechter mit Leuten zusammenführen kann und sagen kann, nee, das läuft nicht gut so. Wir feiern jetzt 30 Jahre das Ende der DDR und begeben uns in immer stärkere Systeme von Kontrolle rein. Und zwar lächelnd. Ich würde absolut den beiden Herren recht geben. Es sind keine Diktaturen mehr, die hart und kantig sind. Die neuen sind kuschelig und eher so ein bisschen klebrig. Die sind eben gamifiziert. Das macht man, es hat sich eben in der Aufstandsbekämpfung gezeigt, man kriegt Leute viel eher ins Boot, indem man ihnen Kekse gibt, als wenn man sie haut. Wenn man sie haut, das mögen Menschen gar nicht so doll. Aber wenn man ihnen Kekse gibt, ne, Payback, dann, wenn man ihnen verspricht, irgendwann gibt es einen Mixer, dann geben Leute fast alles frei. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, was für Menschenbilder stehen hinter diesen Entwicklungen. Da steht die Kybernetik dahinter und die ist eben nicht besonders kuschelig. Die sieht uns halt nur als so kleine Responder an. Und da sind wir dann bei Skinner und der Skinnerbox und der Ratte, der man beigebracht hat, für Kekse auf den Knopf zu drücken. Also wir hatten hier mal einen Zuschauer, ich glaube, das war wahrscheinlich relativ kurz nach den Enthüllungen von Edward Snowden. Ich weiß nicht mehr genau, welches Thema, jedenfalls ein Zuschauer, der stand bei so einer Debatte auf und sagte, wir sollen mal aufhören mit diesem Privatsphäre-Quatsch. Das ist ein völlig antiquiertes Ding. Ja, das sagen die in China auch. Ding aus dem letzten Jahrhundert ist tot und wenn demnächst unser komplettes Dasein so überwacht wird, wie du es jetzt beschrieben hast, also in meinen vier Wänden und außerhalb, und ich dafür die Garantie bekomme, dass mir nichts passiert, bei mir wird nicht eingebrochen, mir passiert draußen auf der Straße nichts, der mögliche Mensch, der mich überfällt, der wird schon weggehascht, bevor er überhaupt sozusagen auf die Straße tritt, um mich bevor er aus der Kita draußen ist. So, dann würde ich doch zu schätzen wissen, weil ich kriege ja ein anderes hohes Gut, nämlich Sicherheit. Mhm. So, da mache ich gar keine Frage draus, sondern vielleicht hast du eine dazu. Ist eine Zustimmung. Ja, du hast recht. Das Problem oder all diese Diskussionen und auch solche Aussagen kranken daran, dass wir uns nichts anderes vorstellen können, als in einer hierarchischen Gesellschaft zu leben. Vielleicht werde ich jetzt mal utopisch oder was auch immer. Privatsphäre ist dann wichtig, wenn wir Gesellschaftsverhältnisse haben, die Hierarchien besitzen, wo eine Führung Erzwingungsstäbe hat, vulgo Polizei, um ihre Dinge durchzusetzen. So, wenn wir andere Gesellschaftsideen haben, Genossenschaft klang vorhin schon an, also genossenschaftliche, organisiertere, selbstorganisiertere, politisch anders gesteuerte Konsensmodelle auf kommunaler oder anderer Ebene, dann wird auch ein anderer Schuh daraus, wenn wir nämlich nicht immer zentrale Herrschaft, und das ist eine Frage, und da bin ich total soziologisch Macht- und Herrschaftsfragen bedient, nur dann, und wenn wir aber diesem Modell immer verhaftet sind im Denken, wird das auch nicht anders. Dann ist Privatsphäre dringend notwendig und absolut schützenswert, weil es schützt uns, es ist eine Herrschaftsabwehr. Nichts anderes, es ist nichts davon, es ist nichts nur darum, dass wir mal allein sind und mal was machen können. Nein, Privatsphäre ist eine Herrschaftsabwehr. Und nur, wir können es nur anders denken, wenn wir bereit sind, andere Modelle von Herrschaft zu denken, beziehungsweise herrschaftslos zu denken. Nicola, jetzt sind wir ja beim ganz großen Ganzen, nämlich wie wollen wir leben, hat es, glaube ich, du vorhin auch schon mal gesagt, oder der Frage, wie sich Gesellschaft organisiert, sieht sich Algorithm Watch als Teil der Herrschaftsabwehr? Also mein Job bei Algorithm Watch ist nur zu berichten, ich bin Journalist, aber es gibt ein tolles Team von Policy Analyst oder so, sie machen solche Vorschläge. Vielleicht sind sie gute Gäste für die nächste Edition. Okay, du willst damit nichts zu tun haben? Interpretiere ich das richtig? Nee, ich wollte nur was sagen. Du meintest, es gibt so eine, man könnte mehr Sicherheit haben, wenn man weniger Privatsphäre hätte. Und das stimmt eigentlich nicht. Es gibt heutzutage genug Studien, die zeigen, dass diese Überwachung durch Kameras macht nichts gegen
gegen die Kriminalität. Das Einzige, das wirklich gut funktioniert gegen die Kriminalität, ist mehr Beleuchtung auf der Straße zu bringen. Aber niemand macht das. Also deswegen kann man nur sagen, dass, wie du es meintest, das ist nur eine Frage der Herrschaft und der Kontrolle. Okay, da gibt es dann doch die Zustimmung. Wir sind so langsam in den letzten Minuten. Also wer noch was fragen, anmerken, nachtragen möchte, kommt jetzt. Willkommen. Ja, hallo, ich bin Armin und beschäftige mich so hobbymäßig so ein bisschen mit Themen des Überwachungskapitalismus. Und ich finde so ein bisschen, eigentlich ist diese Digitalisierung auch eine Geschichte, die eine ganz verflixte Sache ist, denn sie entspricht ja total unserer Natur. Schon seit mindestens 200 Jahren entwickelt sich ja die ganze Gesellschaft einfach immer nur Richtung Effizienz. Die Welt soll für jeden Einzelnen angenehmer werden. Und ja, das ist eben die Frage, wie kommen wir aus dieser Geschichte überhaupt raus, ohne mit unserer eigenen Persönlichkeit irgendwie zu brechen oder sowas. Hast du selber eine Idee und die oder ganze, einen Vorschlag? Ja, okay, ein Vorschlag ist vielleicht, oder eine Idee ist vielleicht, dass wir, glaube ich, vor allem die Nachteile der Digitalisierung auch sehen können, wenn wir uns andere Staaten ansehen, wo es wirklich richtig krass wird. Und da haben wir jetzt das Thema China. Ein anderer Staat fällt mir jetzt im Moment auch nicht ein, wo die Digitalisierung so richtig harte Auswirkungen hat, dass die Leute auch sanktioniert werden, direkt digital schon, wenn sie bei Rot über die Ampel gehen. Vielleicht fällt jemand anderem noch ein anderes Land ein, wo das jetzt schon so weit geht. Denn dann kann man von hier aus jedenfalls von außen drauf gucken. Wenn man da drin steckt, ist das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger, tatsächlich dagegen vorzugehen. Wobei mein Eindruck war, also ich will gar nicht dir inhaltlich widersprechen, aber nach dem, was wir bisher so beredet haben, war mein Eindruck, wir sind halt in einem anderen Innen. Also wir gucken ja auch nicht von draußen. Wir gucken vielleicht von draußen auf China, aber von innen auf uns. Also wir sind ja auch eingewoben in das beschriebene, bei uns eben anders europäisch oder deutsch geprägte System. Aber dennoch nochmal die Frage, das klang so an, du hättest eine Idee, wie wir rauskommen, weil ich dachte, jetzt sitzen wir hier und lamentieren und finden es blöd und dann gucken wir gleich auf Twitter, also ich zumindest, was haben denn so die User gemeint zur Runde und bin damit irgendwie ein bisschen unzufrieden. Also hast du eine Idee sozusagen, wie man rauskommt ins Außen, um dann doch mit drinnen und draußen zu bleiben? Also ich sehe im Gegensatz zu dir vielleicht die Lösung jetzt eigentlich nur auf politischer Ebene und da ist im Moment leider nichts so richtig in Sicht, weil einfach die Vorteile, die offensichtlichen Vorteile, alles wird schneller, effizienter, angenehmer, billiger oder das allermeiste jedenfalls oberflächlich einfach überwiegen. Und ganz plakativ findet man einfach keinen wirklichen Nachteil so auf der Oberfläche dieser Überwachung. Das kommt dann vielleicht noch, aber das ist die Frage, ob wir es dann noch wirklich feststellen können und richtig in den Vordergrund stellen können, wenn es jemand wirklich missbraucht. Und das ist, glaube ich, auch überhaupt nicht, erstmal nicht im Interesse von Google, Microsoft, Apple und so weiter, das so in den Vordergrund zu stellen. Oder das, die werden aufpassen, die werden Teufel die tun, werden irgendwelche Nachteile. Die werden sich da anstellen, um die Pressearbeit zu machen. Danach sieht es nicht aus. Aber ich hatte das Gefühl, Nils und du, ihr wolltet Armin vielleicht doch entgegnen, wo dieser Kipppunkt, nach dem er sucht, sein könnte. Willst du? Armin hat mir eine Idee gebracht. Ich kann die nicht wirklich weiter ausführen. Aber vieles von dem, mit dem wir heute Probleme haben, fußt ja auf dem, was wir Aufklärung nennen. Individualisierung, Fortschrittsglaube, weitergehen. Vielleicht bräuchten wir 200, 300 Jahre nach Rousseau und Kant eine digitale Aufklärung, ein grundsätzliches Nachdenken darüber. Aber entschuldigt, dass ich jetzt hier heute Abend nicht die Ergebnisse, das ist, aber ne, also sozusagen der Ausweg wäre ein grundsätzliches Nachdenken darüber, wie das gute Leben sozusagen, was der Fortschritt ist. Ist es schneller, effizienter oder was ist eigentlich der Fortschritt, den wir leben wollen? Wo sind die Brüche? Also sozusagen eine Aufklärung 2.0, um im Sprech von heute zu bleiben. Wobei 2.0 glaube ich auch schon überhaupt nicht mehr geht. Grundsätzlich kaputt machen und neu aufbauen.
Okay, im großen Finale jetzt du. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lisanne und ich würde ganz gern vielleicht ein bisschen sozusagen von dieser Dystopie doch noch irgendwie Überlegungen anstellen, wie man vielleicht in einzelnen Aspekten irgendwie was aufhalten oder sich zumindest irgendwie positive Gedanken machen kann, wie man vielleicht politisch regulierend eingreifen kann. Denn ich glaube, diesen gesamten Prozess, den kann man vielleicht jetzt schwer aufhalten. Das ist ja auch jetzt so angeklungen und ist ja auch die Frage, möchte man das? Offensichtlich gibt es ja ein Bedürfnis sozusagen. Ich glaube, man kann sich doch viel stärker sozusagen in einzelnen Anwendungsbeispielen fragen, welche ethischen Probleme stellen sich hier, wie kann man darauf reagieren? Also das sind doch treten doch konkrete Folgen erst dann auf durch Anwendungen. Also der Satz fiel ja, es braucht jemanden, der es zusammenführt. Ich würde sagen, es braucht auch jemanden, der es anwendet und der im Endeffekt sagt, Menschen mit dem und dem Score, die bekommen keinen Versicherungsvertrag mehr. Und dann sehe ich hier einen Handlungsbedarf bei der Politik. Aber das sind einzelne konkrete Fragestellungen, die sich in der realen Welt stellen und gar nicht so sehr in der digitalen Sphäre aus meiner Sicht. Mhm. Und deswegen. Aber in der realen Welt werden ja diese Fragen schon durchaus beantwortet. Bei deiner Krankenkasse oder zumindest bei einigen Krankenkassen kriegst du einen Nachlass für ein bestimmtes Verhalten. Du deine Autoversicherung, wenn du messen lässt, mit welchem Tempo du durch die Innenstädte brauchst, kommt dir entgegen. Also es hat ja Auswirkungen im Konkreten und wir sagen ja oder setzen das Häkchen bei, bin dabei. Ja, na klar, bloß wo ich jetzt den Handlungsbedarf sehe, das wäre tatsächlich in diesen konkreten Fällen. Wenn man da sieht, da läuft etwas in die falsche Richtung sozusagen. Menschen bekommen keine Versicherungsverträge mehr, wenn sie bestimmte Scores nicht aufweisen beispielsweise, dann kann die Politik da ja eingreifen, kann sagen beispielsweise, es gibt eine Versicherungspflicht. Das ist ja bei gesetzlicher Krankenversicherung auch der Fall. Und ähnliche Fragestellungen werden sich vielleicht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erst stellen, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Das heißt, vorhin war ja hier doch so eine ziemlich flächendeckende Resignation im Hinblick auf politischen Gestaltungswillen in der Hinsicht. Da bist du nicht so fatalistisch, sondern sagst, werden diese Themen gesehen, erkannt, bearbeitet. Also ich würde das eben als unsere Aufgabe sehen, sozusagen in der demokratischen Gesellschaft uns dann dafür einzusetzen, dass die richtigen Schlussfolgerungen getroffen werden. Ich wollte nur sagen, ich sehe das nicht als so etwas Fatalistisches, sozusagen Social Credit System regulierend sozusagen insgesamt quasi, dass man da irgendwie eingreifen muss, sondern eher in den konkreten Einzelsituationen. Das, glaube ich, ist auch erfolgsversprechender, aber das war nur so mein... Vielen Dank. Mein Wert. Stimmt ihr zu? Widersprecht ihr? Zu diesem Ansatz dann zu gucken, wo hat das in der konkreten materiellen Welt Auswirkungen und dann gehe ich sozusagen von da aus ran ans Problem. Ich glaube, um das auch nochmal aufzunehmen mit der Aufklärung, das war ja auch so ein Problem, dass Männer, die sich noch nicht mal selber versorgen konnten, also eine Suppe kochen, sich überlegt haben, wie eine Gesellschaft aussehen soll. Um die negativen Seiten zu sehen, weil als Frau muss ich sagen, für die Frauen hatte die Aufklärung erstmal gar nicht so viel hübsche Sachen. Also auch daran gibt es Probleme, aber ich würde sagen, ja, wir brauchen eine weltanschauliche Diskussion. Und was ich öfter höre, ist, wir in Europa sind von europäischen Werten geschützt. Ich weiß nicht, das scheint so eine Art Ganzkörperkondom zu sein, das über uns drüber passt und dann kann uns nichts passieren. Aber wenn man die Leute dann fragt, so was ist denn das, die europäischen Werte, wie kann ich die einsetzen gegen Huawei oder Facebook, dann kommt meistens gar nichts. Es gibt übrigens seit über 20 Jahren schon asiatische Werte. Die sind auch ganz gut in Asien. Aber wir müssen uns überlegen, wie wir leben können. Und vielleicht sollten wir von dem Punkt ausgehen, an den man so gerne, ungerne denkt, besonders in der Digitalisierung, nämlich, wie will ich denn mal sterben? Wie will ich alt werden? Wir leben in einer Gesellschaft, die ist absolut auf Leistungen gepolt. Und auch wenn man sagt, ja, Digitalisierung ist total integrativ, nee, ist es ganz oft nicht. Denn ob eine Gesellschaft integrativ ist oder nicht, entscheidet nicht die Digitalisierung, sondern die Menschen. Und ich glaube, wir müssen lernen, wie wir sterben wollen. Wie will ich sterben? Will ich dann so einen kleinen Streicherroboter haben oder will ich dann vielleicht anders umgeben sein? Habe ich ein Netzwerk, das mich wirklich versorgt, wenn ich krank bin? Habe ich jemanden, der nach mir guckt, wenn ich ein halbes Jahr nicht arbeiten kann? Und was ist denn, wenn jetzt irgendjemand in meinem Umfeld umfällt und ich muss mich ein halbes Jahr um die Person kümmern? Kann ich das? Ich glaube, wir müssen wieder lernen, reale Netzwerke
zu finden. Und ich glaube, wir müssen lernen, dass wir uns eben entscheiden müssen, ob wir unsere Zeit in virtuelle Netzwerke, die unsere Daten schlürfen, setzen oder in wirkliche, reale Netzwerke in unserer Nachbarschaft. Und ich glaube, wir können, wenn wir den Druck machen, dann bewegt sich auch die Wirtschaft und die Politik. Und da können wir von der Anti-Atom-Bewegung noch sehr viel lernen, denn wir sind mehr. Na, das nenne ich mal die Sache vom Ende her gedacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und würde sagen, dann machen wir hier auch einen Punkt an der Stelle. Herzlichen Dank für eure Diskussion und für eure Beiträge zu dieser verflixten Sache, um das nochmal aufzugreifen, die wir Digitalisierung nennen und hier jeden Mittwoch, jeden letzten Mittwoch im Monat bearbeiten. Danke euch für die Diskussion. Jetzt ist es kaum zu glauben, aber der nächste digitale Salon ist dann auch schon der letzte für dieses Jahr. Rechts ist der Hashtag. Wie gehen einzelne Personen, Institutionen und Unternehmen um mit rechtsextremer Hetze? Das wollen wir diskutieren am 27.11. Und ich bedanke mich bei euch allen fürs Kommen. Kommt gut nach Hause. Dankeschön. Danke.